Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Kiehls Adventskalender an. Oder Weihnachtskalender? Adventskalender, ja. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 105 Euro hat das kleine Schätzelein gekostet. Da hätte ich irgendwie gehofft, dass er größer ist. Ja, und ist aber trotzdem sehr hübsch. Ich mag das Design da drauf sehr, sehr gerne leiden. Das ist teilweise ein bisschen freaky. Also dieser Dude sieht ein bisschen aus wie nicht mehr ganz so lebendig. Aber trotzdem ist es irgendwie ein hübsches Design, muss ich sagen. Es ist ein Boxen-Adventskalender, den man so aufklappt, ne? Und ich glaube, den hat man auch ganz gerne so bei sich stehen. Ich konnte den auch ein bisschen günstiger kriegen. Ich glaube, für 89 Euro irgendwas. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, da gab es irgendwie zu dem Tag Rabatte oder so. Eben habe ich nochmal geschaut, da gibt es 10% Rabatt bei Newsletter-Anmeldung. Ja, aber nicht lang schnacken, reingucken. Und dann starten wir die Schose mit der Nummer 1. Da steht tatsächlich auch drauf, was drin ist. Es wird dann beim Wiederbefüllen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber befüllt man den halt und die Person achtet da nicht so drauf. Ich finde es nämlich immer cool, wenn man Boxen-Adventskalender wiederbefüllen kann, vor allem wenn die so hübsch sind. Hier habe ich was drin, was ich tatsächlich auch als Nachtcreme heute anwenden werde. Also das habe ich in täglicher Anwendung. 14 ml von der Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Das ist diese hier. Da kann ich euch jetzt schon zu sagen, dass die wirklich sehr, sehr reichhaltig ist, aber nicht so viel zu viel. Ne? Also es geht tatsächlich vollkommen klar. Ich habe eine trockene Haut und die ist aber auch schon relativ stark parfümiert. Also man riecht es schon. Kiehls ist ja normalerweise eher so eine Marke, wo ich sagen würde, würde ich auch Leuten empfehlen, die tatsächlich sehr sensible Haut haben und dass die Haut schnell gereizt wird und so. Bei der Creme würde ich jetzt sagen, nicht so für die Ultrasensibelchen geeignet. Als nächstes schauen wir uns mal den 2. Dezember an und da steht was mit Vitamin C und Augenserum hinten drauf. 3 ml ist nicht viel, aber Kiehls ist auch nicht günstig. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Powerful Strength Line Reducing and Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum mit Tripeptin und Hyaluronsäure. Das ist schon wenig, was da drin ist. Ne? Also, das ist schon mau. 3 ml, da hätten sie schon 5 machen können. Aber bei einer Augencreme ist es auch manchmal ein bisschen was anderes. Ne? Vor allem, man muss ja auch den Originalpreis bedenken. 105 Euro hätten sie schon ein bisschen mehr reinmachen können. Aber Vitamin C für die Augen ist sehr, sehr gut, weil das wirkt halt aufhellend. Würde ich so morgens verwenden. Hier steht ja Serum drauf. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es vielleicht ein bisschen flüssiger ist. Also, dass man das vielleicht in Kombination mit einer Augencreme verwendet und vielleicht gar nicht so viel dann so braucht. Red dir die Welt schön, Claudi, aber ne, das wäre so die Hoffnung. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir jetzt etwas drin, was wieder etwas schwerer ist als das, was ich gerade hier rausgenommen habe. Das ist die Calendula Serum Infused Water Cream mit 7 ml. Das wird sehr schön hautberuhigend sein und dann wirklich auch für die Sensibelchen unter uns geeignet. Ne? Das finde ich gut. Ringelblume mag ich sehr, sehr gerne in Pflegeprodukten. Spätestens seitdem ich einfach gesehen habe, dass es gefühlt in fast allen Sachen für Babys drin ist. Hier haben wir die Nummer 4. Also wirklich sehr fancy. Da ist eine Tube mit Beinen drauf. Okay, 4 ml von einem Serum Midnight Recovery Concentrate. Das ist, glaube ich, ja so ein richtiges Ölserum. Sehr, sehr reichhaltig. Also brauchst du da auch nicht viel von. Kannst du dann auch super in Kombination mit der Cloud Cream verwenden. Aber auch hier würde ich sagen, 4 ml ist es schon sehr, sehr, sehr wenig. Ne? Einen Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember. Und hier soll ein Cleansing Oil drin sein. Also diese Midnight Recovery Linie wird auf jeden Fall schön fortgeführt. Botanical Cleansing Oil. 40 ml. Das würde ich persönlich als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden, weil Öl, ne? Und also quasi damit das Make-up aufbrechen, das drauf machen, dass die Wimperntusche halt runtergenommen wird und so. Ich habe da irgendwie ein Haar. Ja, weg. Dass man da dann schon mal alles mit aufbrechen kann und dann später nochmal mit einem anderen Cleanser drüber gehen, um alles runter zu waschen und nochmal eine Tiefenreinigung zu geben. Aber schön, dass es mit drin ist und dass wir hier auch die Midnight Recovery Reihe uns schön vervollständigen können. Nikolaus. Der 6. Dezember darf gerne was Besonderes sein, finde ich. Und hier haben wir eine Creme drin. Oh, Leute, das ist unsere dritte Creme.
Ich sage immer drei von einer Sorte und wir sind schon bei Nummer 6. Super Multi-Corrective Cream mit 7 Millilitern. Auch das ist nicht viel für eine Gesichtscreme, ne? Ich bin noch mal gespannt, wenn ich die Preise ausrechne, was das dann an Wert sein wird. Aber die haben auch gesagt, 200 Euro soll der Adventskalender an Wert haben. Also ungefähr der doppelte Wert, ne? Okay, ja. Haben wir eine Gesichtscreme drin, die korrigieren soll. Hier haben wir eine Lady auf der Nummer 7, die sehr, sehr glücklich darüber ist, dass sie irgendwas durch die Gegend tragen kann. Okay, Geschenke. Geschenke sind immer gut. Hier haben wir ein Ultra Facial Oil Free Gel Cream Produkt drin von Normal to Oily Skin Types. Das ist jetzt die vierte Creme, Leute. Ne? Das ist jetzt kein Gesichtscreme Adventskalender. 7 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Also wirklich diese kleinen Größen auch als Cremes mit dabei. Weiß ich nicht. Die Nummer 8 aufmachen, das ist Kracht und da ist ein fancy Schneemann drauf. Och, süß. 5 Gramm Avocado Nourishing Hydration Mask. Die hatte ich auch schon mal, die ist sehr, sehr gut. Die ist wirklich sehr, sehr nährend und es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man sich wirklich eine Avocado genommen und ins Gesicht gedrückt. Aber 5 Milliliter oder 5 Gramm, das ist eine Anwendung, würde ich mal so sagen. Ne? Schade, wirklich schade, weil ich finde Kiehl's, auch diese Avocado-Reihe, richtig gut. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein etwas größeres Produkt freuen. Das ist auch ein bisschen schwerer. Und hier haben wir das zweite Ergänzungsprodukt zur Double Cleansing Geschichte, denn das ist der Ultra Facial Cleanser. Der ist auch sehr, sehr mild, den mag ich auch gerne. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, damit kann man sein Gesicht halt nochmal richtig schön reinigen. Und eine sanfte Formulierung soll das haben, ohne irgendwas zu trocken zu machen. Also kann ich unterschreiben, ist definitiv so. In der Nummer 10 darf es dann wahrscheinlich auch wieder mit einem Tiegel weitergehen, denn hier ist ein Tiegel drauf, der läuft. Der läuft und läuft und läuft. Wahrscheinlich, weil er sich denkt, ah, ich bin jetzt schon Creme Nummer 5 und das will ich eigentlich gar nicht sein. Ja, nee, das ist eine Maske. Das ist schön. Mit Squalan, auch richtig toll. Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask mit 10,5% Squalan, 14 Milliliter sind hier drin. Die finde ich toll. Also, ne, habe ich noch nicht verwendet, aber Squalan in Produkten ist sehr, sehr angenehm für mich. Mag ich sehr, sehr gerne. Overnight, okay, würde ich jetzt nicht über Nacht drauf lassen, weil ich im Bauchschläfer bin und das Ganze dann im Kissen verschwinden würde. Aber ich würde es dann tatsächlich mit drauf machen und dann halt quasi mich auf die Couch legen und dann einfach ein paar Stunden chillen oder so, sofern ich das irgendwann mal hinkriege. Aber das wäre halt so meine Empfehlung, ne? Und dann über Nacht halt vielleicht nur noch eine dünne Schicht drauf lassen oder so. Wir haben hier die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Oh, sowas ist ja immer großartig, ne? Ein winziges Produkt, riesige Verpackung, 4 Milliliter. Clearly Corrective Dark Spot Solution. Also wenn du halt so dunkle Verfärbungen hast, zum Beispiel Sonnenschäden oder irgendwelche Pickel, die irgendwie vernarbt sind oder so, kommt sowas eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, ich hätte echt ein Problem, wenn ich nicht 5 Akkus hätte, die ständig irgendwie am Laden sind. Denn ständig geht mir ein Akku leer hier. Wir sind schon bei der Nummer 12, das ist die Halbzeit. Hier habe ich mein Lieblingsprodukt von Kiehl's drin. Okay, okay, ich bin besänftigt. Creamy Eye Treatment mit Avocado, 14 Milliliter, das ist eine schöne Größe. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist meine absolute Lieblingsaugencreme, muss ich wirklich sagen. Die ist sehr, sehr nährend, sehr, sehr reichhaltig. Und wenn ich so Irritationen um die Augen drumherum habe, nehme ich die auch immer wieder direkt in Anwendung, weil die so gut ist und kann ich wirklich empfehlen. Habe ich auch schon vielen empfohlen, die mich gefragt haben, Mensch, ich habe immer so sensible Augen, was kann ich da machen? Und dann habe ich die empfohlen und das hat halt echt gewirkt. Ne? Also, ne? Mag ich sehr gerne, kann ich sehr empfehlen. Und zur Hälfte des Adventskalenders gucke ich hier so drauf und denke mir, also das müssten jetzt ja theoretisch 52,50 Euro sein, die hier stehen. Ja, die haben bestimmt auch so einen Wert und das ist auch bestimmt jetzt voll krass und so, aber ich würde mir das nicht für 52,50 Euro kaufen. So, die Nummer 13, sehr, sehr leicht. Das ist nicht tolerierbar. Retinol Fast Release Wrinkle Reducing Night Serum, 2 Milliliter Sachet. Hatte ich, als ich bestellt habe, als Probe auch mit dabei. Ne? Das ist, ja, zu Retinol, das ist halt, ja, das macht mich gerade echt fertig. Also Retinol sollte man halt wirklich auch mit Bedacht anwenden und sich da vorsichtig rantesten, weil
das ist halt auch ein bisschen peelend und so und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video, da habe ich mit Dalton zusammen auch die High Concentrates vorgestellt und da ist auch das Retinol High Concentrate drin und da habe ich auch ein bisschen mehr zu erzählt. Aber so ein Sachet in einem über 100 Euro Adventskalender ist nicht okay. Die Nummer 14. Sieht auf jeden Fall bombastisch aus mit diesem Motorrad da drauf, ne? Ja, um eine Gesichtspflege halt vollständig zu machen, brauchst du einen Toner. Ist klar, also erst Reinigung, dann Toner, dann Serum, Augenpflege, Gesichtspflege, Sonnenpflege. Ultrafacial Toner 40 ml. Ja, ist gut, ne? Können wahrscheinlich auch sehr viele verwenden. Ich glaube, diese Ultrafacial-Reihe ist auch diese sehr universelle Reihe, die Kiehl's hat. Deswegen macht es durchaus Sinn, das auch so drin zu haben. Ja, das ist jetzt okay. Die Nummer 15 ist so schön groß, aber leider auch wieder sehr, sehr leicht. Und hier haben wir halt eine Körperpflege drin, Creme de Corps, 30 ml. Das ist halt zum Verreisen, ne? Wenn du so einen Wochenendtrip machst oder so, eine ganz gute Sache. Das ist schon cool. Aber ja, es sind 30 ml von der Körpercreme. Ist okay. Ja. Der 16. Dezember hat hier so ein fancy Flugzeug drauf. Auch das darf in einem Adventskalender tatsächlich nicht fehlen, in einem Pflege-Adventskalender. Handpflege. Ultimate Strength Hand Solve 30 ml. Das ist eine gute Größe von einer Handcreme. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Passt gut in eine Handtasche, aber kannst du auch gut generell bei dir im Badezimmer stehen haben zum Verwenden. Ne? Da braucht man auch ein bisschen länger, um das aufzubrauchen. Ist gut. 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Auch das sieht ziemlich cool aus. Da haben wir auch so ein bisschen Weihnachtsstern im Hintergrund. Und hier ist auch wieder was mit Retinol drin. Skin Renewing Daily Microdose Serum. Achso, das andere war ein Fast Release Wrinkle Reducing Night Serum. Aha, interessant. Hier sind 10 ml drin, das ist eine gute Sache. Finde ich auch wirklich als Größe sehr, sehr angenehm, um einfach mal zu schauen, ob das Retinol von Kiehl's einem gefällt, ob man das verträgt. Denn ich vertrage auch nicht jede Marke oder das Retinol von jeder Marke, was ich halt schon verwendet habe. Und ich liebe Retinol. Ne? Retinol ist halt wirklich so der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Jetzt schauen wir mal, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, in die Nummer 18. Okay, das sind Schneeflocken, die tanzen. Das müssen wir uns auch mal kurz angucken. Also diese Sachen da drauf, das ist freaky. Wirklich sehr freaky. Weißt du, wir haben so von Cremes und Serien und so Mini-Sachen. Und dann kommen sie hier mit einem Lipbalm um die Ecke. Mit Squalan, Vitamin E und so weiter. Hört sich alles super an. Aber der ist einfach mal mit 15 Millilitern. Das ist random. Kann ich nicht anders sagen. Hä? Ja, aber auch Lippenpflege gehört in einen Pflege-Adventskalender. Finde ich gut, dass es drin ist. Dann gehen wir jetzt mal zum 19. Dezember und ist auch dieser fancy Dude wieder am Tanzen oder am Dekorieren oder so. Hier haben wir eine Gesichtsmaske drin und das ist eine Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask mit amazonischem weißem Lehm. Und 14 ml sind hier drin. Das soll Tiefenreinigung geben und die Poren quasi verfeinern. Nö, finde ich gut. Also sowas mag ich auch ganz gerne, wenn ich halt so Multimasking mache oder wenn ich halt, ne, also zum Beispiel jetzt, ich habe ne, Erdbeerwoche und so, dann würde ich mir das hier so aufgeben, partiell, da wo ich halt Unreinheiten habe. Ne? Wenn ich jetzt so an die Wangen oder so denke, das wird nur austrocknen, das muss nicht sein. Aber da, wo ich es halt brauche, dann auftragen, kommt das ganz gut. Und 14 ml von der Maske ist echt gut. Die Nummer 20 eröffnet uns ja jedes Mal den Sprint Richtung Heiligabend. Und hier haben wir drin, oh, muss man aufpassen, das Glas, Leute, ist nicht gut. Dermatologist Solutions Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Hä? Achso, nee, das war das Eiserum und hier habe ich dann quasi das fürs Gesicht mit dabei mit 15 ml. Macht sich gut. 12,5% Vitamin C und Hyaluronsäure ist hier mit am Start. Finde ich klasse. Also ich mag auch gerne Vitamin C. Das ist ein toller Wirkstoff, den ich gerne so morgens verwende. Verträgt sich auch immer super mit Lichtschutzfaktor. Und nö, das finde ich gut. Das kann ich wirklich jetzt mal als sehr positiv anmerken. Ne? Nach der Verdauung von der Probe sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal auf einem besseren Weg. Schön, die Nummer 21 ist auch wieder richtig schön schwer.
Und hier haben wir was drin, das habe ich auch schon verwendet. Calendula Herbal Extract Toner mag ich, 75 Milliliter. Und das ist ein bisschen witzig, denn du hast hier unten halt wirklich die Ringelblumenblüten drin. Das heißt, du musst da ein bisschen aufpassen, wenn du es dann halt, wenn du am Ende angekommen bist und dann quasi nur noch den Rest der Flüssigkeit halt rausnimmst, ne, dass du dir nicht aus Versehen so eine Blüte ins Gesicht klatscht. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Mochte ich auch sehr gerne leiden. Hat auch schön die Haut beruhigt. Gutes Produkt. Auch 2 Tage vor Heiligabend, am 22. Dezember, haben wir wirklich wieder was Schwereres drin. Also das macht sich jetzt hier, ne? Okay, die musste aber auch sein. 28 Milliliter von der Ultra Facial Cream mit Squalan und Glykoprotein. Schön. Soll Feuchtigkeit spenden. Ist jetzt unsere 5. Gesichtscreme. Aber ich feiere es, dass wir so einen schönen großen Tiegel hier mit drin haben. Ne? Finde ich wirklich gut. Also, dass wir die drin haben, habe ich auch schon tatsächlich erwartet. Aber dass sie so groß ist, finde ich tatsächlich nochmal bemerkenswert. Schauen wir mal, was wir am Tag vor Heiligabend machen dürfen. Also wir hatten ja schon was für den Körper mit dabei. Ich weiß nicht, ob Kiehl's auch Duschgel hätte, aber das wäre von der... Das würde hier nicht reinpassen. Also das wäre tatsächlich... Also das ist sehr, sehr leicht, was hier drin ist. Muss ich ehrlich sagen. Nein, also hier haben wir noch ein wirklich kleines Tübchen drin mit 3 Millilitern. Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment. Für den Augenbrauenbogen, das Augenlid, Outer Corner und Under Eye. Also einmal komplett drumherum, würde ich sagen. Schaut so aus, ist halt wirklich ein kleines Tübchen mit 3 Millilitern, ne? Ist aber Augenpflege. Augenpflege ist immer recht hochpreisig, deswegen ist es okay. Ja, was haben wir denn wohl in der 24, Leute? Ich hätte ja gedacht, dass wir die Ultra Facial Cream da drin haben. Geil wäre jetzt wirklich ein großes Serum. Ein großes Serum. Und da spreche ich halt so von 15 Millilitern. Und das würde tatsächlich auch von der Verpackungsgröße und von dem Gewicht her hinhauen. Wir haben, Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash mit Calendula Blütenextrakt, finde ich super. Für normale bis öligen Hauttypen mit 75 Millilitern. Also quasi eine Gesichtsreinigung zu Heiligabend. Ja, okay. Na gut, wenn es denn dann sein muss. Ja, also ich schaue hier auf meinen Tisch. Es ist tatsächlich ganz witzig, denn es fängt irgendwie so klein an und wird dann so, ne, immer größer mit den Produkten, was ich gut finde. Aber die Probe mittendrin ist echt so ein kleiner Downgrade. Ich habe den Adventskalender nun für euch ausgepackt und mit euch zusammen auseinandergenommen. Also, wir haben tatsächlich unterschiedliche Produkte. Wir haben Toner, wir haben Reinigung, wir haben Serum, wir haben Augencreme, wir haben Gesichtscreme. Also schon ein breites Spektrum. Wir haben auch ein bisschen Körperpflege mit dabei. Masken haben wir mit dabei. Ja, aber ich würde euch nicht raten, den für 105 Euro zu kaufen. Bin ich jetzt mal vollkommen ehrlich, weil das halt wirklich sehr viele Minis sind. Also da kann man halt wirklich besser sich den ein oder anderen holen. Zum Beispiel den von Dalton, Leute. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Und da müsste Pre-Sale Claudi auch noch dieses Wochenende drauf gelten, sodass ihr den für 99,92 bekommt. Da habt ihr viel größere Sachen drin und auch eine schöne Auswahl. Und Kiehl's ist eine schöne Marke. Keine Frage. Finde ich auch sehr, sehr ansprechend. Auch was ich hier sehe, da habe ich Bock drauf, das zu verwenden. Ansonsten ist es halt ein wirklich sehr, sehr kleiner Adventskalender, aber immerhin ein Boxen-Adventskalender, was ich schön finde. Die Symbole darauf sind super witzig und ja, aber halt teilweise sehr kleine Sachen, die uns Kiehl's da gibt, ne? Und die könnten definitiv mehr raushauen. Seien wir mal ehrlich, ist ein Riesenkonzern und dann eine Probe. Entschuldigung, also mein Probenlimit liegt bei 50 Euro. Alles, was über 50 Euro ist, da toleriere ich keine Probe mehr. Aber hier ist es halt drin, ne? Nun, ihr Lieben, das wäre schon gewesen, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare rein. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.